Ja, nee, wie? Also ich dachte ja, das erste Mal, als wir gefahren sind, dass er nebenbei irgendwie Fußball oder Tour de France guckt. So, mein Bester, alles klar? Alles super. Ja? Du fehlst mir, jetzt schon. Habe ich auch gerade schon gesagt. Ich finde es auch super, dass du beim Start dabei bist. Ja, ja. Mittendrin statt nur dabei. Morgen dann wieder. Morgen dann wieder. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine tolle Tour. Ja, passt aufeinander auf. Ja. Schön treten am Berg. Alles unter 400 Watt zählt nicht. Okay, dann bleibe ich gleich hier. Manchmal ist es besser zu wissen, nicht zu wissen, was man tritt. Ich weiß es nicht, was ich trete. Ich trete einfach. Einfach hoch. Und Axel, wie geht's dir? Axel ist ganz. Ich glaube, der hat ein bisschen. Jim, filmst du etwa? Nicht so gut. Ja. Nein. Hat schon mal jemand erwähnt, dass du dich heute drückst? Ich drück mich nicht, nein. Das ist gesunder Menschenverstand, der mir sagt, Jim, mach heute eine Pause, tu deinem Körper was Gutes. Ja? Im Gesicht. Im Gesicht. Aber ganz ehrlich, unter Radfahrern und gesunder Menschenverstand tut mir leid, das passt nicht. Tun deine Knie weh? 9:08 Uhr. Arg, oder? Dann brauche ich erstmal meine Kamera. Hat schon mal einen Treppenstein geschnappt. Oh, warte mal, ich hab noch... Ja, du musst überlegen, das sind jetzt über 2000 Höhenmeter, ne? Der Madeleine... So, dann geht's heute los auf den Col de Madeleine. 159 Kilometer. Ich glaube, 2600 Höhenmeter waren's. Team ist bereit. Männers, viel Spaß euch. Start. Tschüss. Das gelbe Trikot ist gleich hinten. Was ist denn hier los? Oh, ich hab es, ich hab es. Oi. Oh. Cem, super gemacht. Einige gehen ganz unten schon aus dem Sattel. Die wollen es wissen. Programm. 13 Kilometer noch, 9%. Und das Begleitfahrzeug immer dabei.
Herrlich, noch geht's. Schön. Hinter euch ist das schöne Bild. Ja, das stimmt. Halbzeit. Langsam geht es höher auf den Berg rauf. Olli sehe ich nur noch sehr selten und ich spüre den heißen Atem von Stefan mit TH hinter mir. Hey Leute, langsam geht es schwer, aber es ist tretbar. Musste ein bisschen abreißen lassen von Uwe jetzt. Aber mehr als die Hälfte haben wir geschafft. Wir sind noch 600 Höhenmeter. Also schon ganz gut geschafft. Jo, und jetzt kämpfe ich mich hoch. Die einer hinter mir nicht zu sehen. Dann geht das Ganze langsam in das flachere Stück. Das ist auch ganz gut so, weil ich hier im ersten Gang hochpedaliere und Stefan immer noch in Sichtweite ist. Das Ziel rückt näher. Nicht mehr weit. Ja, reicht auch. Da oben kämpft der Uwe, den ich vor einer Zeit verloren habe. Und die sind so wahrscheinlich. Vor hinten kommt der Dieter. Der will mich noch holen. Ich glaube, das schafft er auch noch. Der hat einen guten Tritt da hinter mir. Letzter Kilometer. Letzten 200 Meter. Oh, das gibt's doch nicht. Fuck. Das kann ja wohl nicht sein. So ein Trollo. Meine Herren. Das habe ich vor. Das hatte ich schon jetzt 10 Kilometer vor. Hat er nicht gepackt? Das kann doch nicht wahr sein. Das war zu knapp, da konnte ich nicht. Wenn ich mich einmal blicken lasse, machst du mich fertig, aber so nicht. Hier kommt der Nächste. Oh, oder? Super schön. Oh ja, das ist auch ein gutes Bild. Ist ja kalt. Nee, der gehört nicht zu uns. Ja. Oh, mir geht's nicht. Ja, man muss immer drauf gucken. Wir haben eben auch wieder wohl. Du hattest, oh, jetzt hat er eine Weste an. Weil ich dachte, ganz gelb heute. Stefan. Mach eine gute Miene zum bösen Spiel. Und ich habe am Ende auch leicht beschleunigt. So was ist das jetzt? Weiß, nee, das ist ja keiner von uns. Das hat aber weh jetzt. Ein klein wenig Gas gegeben habe ich auch. Hätte ich das gewusst, hätte ich ja noch ein klein wenig. Ich weiß, aber du solltest es ja auch nicht wissen. Ich hatte Angst, weil meine Kette, die raschelt ja so, ne, dass du das hörst. Dann ich die Haare voll ertropft. Oh, jetzt geht's mir besser. Ja. Ich habe auch heute gut. Ja, ich hatte auch gute Luft. Uwe! Sauber! Der Dieter hat mich, wie angekündigt. Da holt er mich hier. 30 Höhenmeter vor Ziel. Nimm mich mit. Ah. Egal, geschafft. Geschafft. Der ging gut zu fahren.
Ich jetzt den Schlüssel? Hattest du mir den gegeben? Nee, hier. Nee, hatte ich nicht von. Hatte ich von dir einen Schlüssel oder war das der? Guck, wenn ich hier oben ankomme, kommt die Sonne raus. Sonne! Wer war ein Erster? Ja, wir erzählen, also diese Geschichte mit der Reihenfolge hier ist ganz bescheuert. Das ist ähnlich wie bei der Dritter. Darf mir keiner erzählen. Das ist aber gar nicht so interessant. Der Dritte war viel interessanter. Grüße, mir gefallen. Der Zweite war scheiße. Natürlich. Aber wieso? Uwe kann doch ruhig ein Bild stellen. Ja, der Dieter, der kam da, war einer angeflogen. Ich hab's gesehen. Ich wollte ihn nicht halten. Ah, scheiße. Mit Ach und Krach. Schön gefahren. Das wird immer ein Highlight bleiben in meiner Vita. Super. Das ist geil. Klasse. Olli, tschüss. Was erzielen können. Da sind sie. Und wie ging's? Hüfte, Becken, Scheiße, das ist toll. Aus mit dem Foto jetzt. Ja, los. Ja. Wollen wir den Mongo nehmen als Hintergrund, oder? Ja. Oder erstmal. Platten, ey. Fuck. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße. Oh, 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 oh. Scheiße. Oh, scheiße.
Bremse stellen ohne Leitfang. Ja, ja. Da habe ich eben auch schon ordentlich rausgenommen. Schlagartig war die Luft weg und dann machst du nichts mehr. Das war genau das gleiche, wenn man mit Zeit immer mehr und dann kamen die Kurven ja. Ne? Ich konnte das war wow. Da bin ich dann in der Mauer reingeschlagen. Aber das war die Leiter. Das sah echt die nächste Kurve aus von hinten. Ich sah, es sind viele außen, wo es gleich abwärts geht. Passt bloß auf. Hast du den? Ist der Schlauch? Das ist ja kaputt, ja. Guck mal, das Ventil an. Gut, das kann aber auch passiert sein, als er platt war. Drin. Es geht ihm gut. Muss man wenigstens mal auflösen hier, ne? Ja. HI genannt, weil wir ein Holz auch noch haben. Nicht der Uwe M, der Uwe H. Ich bin auch normal. Was ist der Kamera?
seid ihr ja! Ich war den Jürgen nicht um. Er wollte den Ständer reinpacken. Wie geht's euch beiden? Gut. Guck mal, Beine aufstrahlen. Nicole hat sich und alles übertroffen heute, oder? Heute Morgen hast du noch gesagt, ich glaube, ich bleibe lieber im Bett. Erst hatte ich schwere Beine und dann irgendwann habe ich mich eingeprobelt. Da ging das. Vertraut mir, ich habe gesagt, das ist eine Tour, die schaffen wir. Ja. Vorm Duschen noch ein Bier trinken, nach der Tour, also Schmutzbier, also schmutzig ein Bier trinken. Ich bin dabei. Ich bin dabei, Jürgen. Ja, hier. Schmutzbier ist Bier mit Cola, dachte ich. Wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, weißt du? Was denn? Diesel. Ja, Diesel. Ja, Diesel. Ja, Diesel. Kein Bier, gar nichts. Hier gibt's nichts. Guckt euch diesen wunderhübschen Mann an. Na toll. Der Detlef. Nenn mir den Friseur. Ich töte ihn für dich. Guck mal, diese senkrecht abfallende Spitze. Scharf links. Hier. Jetzt musst du deinen Kopf so hochholen wie aus der Werbung. Ja, genau. Aber ich gehe, warte mal, ich gehe nochmal. Mal. 31,4 habe ich noch. Die Augen aufmachen. Ich habe jetzt los, du auch, Jürgen? Ja. Wir würden ja noch, du wartest, ne? Ja, ne, aber. Stark. Stark, stark, stark. Und die Dame zuletzt, wo ist sie denn überhaupt? Sie ist gleich da. Sie kommt. Die hing da fest und sie war ein bisschen vorsichtig. Ja. Ich auch so schöne Töne mit dem Tonic. Ja, wir sind auf einmal die Engländer da, oder? Oh, nur Christi. Ich muss viel mehr kurz Hose anziehen. Genau. Du bist noch einer unserer ersten Mountainbike-Touren am Badersee. Was für ein Datum haben wir? 8.8. 8.8. ist ein Geburtstag. Wen haben wir denn da? Hey, Omri. Und? Fit für morgen? Du, ich weiß nicht, ich war heute schon... Nein, auf dem Mont Blanc mit dem Fahrrad, weißt du? Komisch, wir haben dich gar nicht gesehen. Wir haben den Mont Blanc wenigstens gesehen heute. Der war super. Ja. Da hast du was verpasst. Aber morgen die Tour wird super. Was sollen wir mit dir machen? Stell dir mal vor, du willst mal Leistung bringen. Was willst du denn dann machen? Ja. Wo sind die rechten Männer? Also? Sind noch zwei da. Nicht, dass das Bleistift zu teuer ist. Ja. Liebe 35 Grad oder sowas? Oder? Wenn du jetzt ganz lieb bittest, dann sage ich okay. Ich würde mich freuen, wenn du. Also. Ich würde mich freuen, mit den Jam-Bomb jetzt zusammenfahren zu dürfen. Ja, natürlich fahre ich mit dir.